Nein. Falsch. Wo lang? Natürlich bin ich desynchronisiert, weil ich falsch gesprungen bin. Ich hätte einfach durchlaufen müssen. Laberst du eigentlich? Bist du pädophil oder so? Junge, ich glaube, die päpstliche Garde ist pädophil. Kleinen Hasen, das war mir zu viel. Das war mir eindeutig zu viel. Verklag dich. Diese Mine wird euer Grab, Assassin. Kommt nicht noch näher. Bleibt mir vom Leib, Assassin. Ganz ruhig, Ezio. Den Schatz. Ich werde unermesslich reich sein, wenn ich Cesare euren Kopf bringe. Vielleicht bringe ich ihm den euren. Nein! 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 Was? Keine Ahnung, Mann. Nehmt die Mine, wenn ihr wollt. Ich will sie nicht. Mein Freund. Boah, bist du scheiße. Du bist richtig scheiße, Wichskopf. Schatz der Templer, Jung. Na, Junge, nimm noch irgendwas hier nicht. Nein. Hol uns den Templerschatz.
Und wir gehen fort. Prozent. Yes, so wollte ich es haben. Genau zwei Bergarbeiter habe ich getötet. Genauso wollte ich es haben. Kommt, liebe Leute, seht die neuesten Kreationen des besten Schneiders. Reisen wir jetzt zu Isola Tiberina oder Tiberini, wie auch immer. Wie auch immer. Muss auch gleich schon Schluss machen, tut mir leid. Ist leider so. Aber ich habe ja noch genug und ich werde das auf jeden Fall noch in den Ferien ACB durchspielen. Vielleicht sogar mal Assassin's Creed Revelations noch anfangen. Das bestimmt auch noch. Obwohl sie nicht da, mache ich jetzt einfach die scheiß Feier, weißt du? Leia Shea Walker Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Ach, der fehlt noch. 120. So. Gut zu wissen, mache ich noch ein Auftragsattentat. Bin ich jetzt zwar unten, aber scheiß drauf. Grobianer und Grobheiten. Die Borgia haben eine große Anzahl schwer bewaffneter Wachen in der Stadt versammelt und ihnen Widerstand zu vereiteln geht, leistet ihnen Widerstand, bevor die Rebellen leiden müssen. Alle Ziele in unter 15 Sekunden töten. Nicolo. Schmerzen wie die euren können schließlich... Thank you.
deine Geige. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Mit da extrem vielen Assassinen, aber. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Jetzt auch nicht komplett so gedacht, dass ich wollte es eigentlich gar nicht komplett genauso haben, aber es ist ja jetzt so passiert, ne? Also kann man jetzt auch nicht sagen, man wollte das nicht so haben. Komm, machen wir noch eine Diebesmission, komm. Wieso nicht? Wieso nicht? Hoffentlich geht die schnell, ich denke schon, ich glaube, ich weiß auch schon, welche das ist. Alles klar, was willst du? Ezio, einer der Anführer der Centauri, ist in unsere eigene Gilde vorgedrungen. Er ist ein notorischer Lügner und für den Tod vieler unserer Männer verantwortlich. Kommt, ich führe euch zu ihm. Gesund schrumpfen, den verräterischen Dieb finden und eliminieren, den Verräter mit der versteckten Klingel töten. Alles klar, lauf. Bethop von Borgia Tamarini gesellt sich unter die Bauern. Guter Trick. Das ist kein Trick, das ist alles. Und los geht's. Dann folgen wir dir mal, Freund. Komm her. Verdammt, da! Pack ihn! Los! Ora! Angriff! Wusste ich doch, dass er ein böser Typ ist. Sehr gut. Wusste ich doch. Typ ist ein verräterischer Bastard. Genau die Mission wusste ich, kannte ich schon. Kennt man ja schon öfters. Ja, als nächstes werden wir wohl diese Diebesmission begehen oder machen. Danach die Christina-Mission. Danach diese drei Sachen hier noch und dann die Hauptmission. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Ich werde jetzt speichern und aufhören für diese Internet-Session, diese Assassin's Creed Brothers Aufnahmesession. Und zwar, würde ich mich gerne verabschieden von euch. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Bewerten, vielen Dank fürs Kommentieren. Ansonsten abonniert, wenn ihr weiter was sehen wollt von mir. Und ja, man sieht sich, ne? Haut rein. Ciao!